World of Final Fantasy. Ja, los, wir müssen durch die Lichterwald. Genau, und damit mal zu herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy. World of Final Fantasy. Genau, das World vergessen. Letzte Folge sind wir ja nach Cornelia zurückgekehrt und sind dann in den Kaktor Express hier Richtung Lichterwald. Da sind wir jetzt auch, sind da schon ein bisschen durchgelaufen und gerade mal auf die Karte gucken. Da gibt es ein, ja, Sternchen. Da müssen wir auf jeden Fall storyrelevant weiter, aber ich möchte ja gerne mal noch dort oben links lang, wo wir ja letzte Folge schon wieder umgekehrt sind. Da haben wir nämlich noch was weggeröstet. Unsere kleinen Garagen, die haben ja solche Fähigkeiten, um uns hier durch einige Gebiete oder andere Teile von diesem Gebiet zu bringen. Ja, wieder ein Kampf mit zwei Dexen. Die haben wir im letzten Teil schon kennengelernt. Und zwei Kokatrisen, aber mein Kupfergolem hat endlich, oder Kupferzwerg hat endlich Level 10 erreicht. Da möchte ich gerne mal aufs Mirabord schauen, denn theoretisch wäre er jetzt bereit zu metamorphen. Theoretisch. Zumal frage ich mich nur, ob ich Voraussetzungen erreiche Stufe 10. Natürlich die Frage, ne, ob ich, wenn ich das jetzt hier benutze, ob ich auf ein neues Board komme, wo Fähigkeiten zu erlernen sind, oder ein neues Mirabord wurde freigeschaltet. Mut zur Lücke, ich probiere das jetzt einfach mal. Muss ich dafür, ein FP brauche ich dafür. Das heißt, ich könnte jetzt hier quasi nochmal, bevor ich jetzt zu weit vorspreche, wird nach erlittenen Attacke manchmal eigene Abwehr. Manchmal. Oder einfach sofortige Abwehr. Kommen wir mal ein bisschen Abwehr hoch. Zack, zack. Und dann versuchen wir mal hier. Ich drück mal drauf. Okay. Aha! Die Mirage kann nun... kann sich nun in einen Mithril-Riesen verwandeln. Aha! Cool! Kann sich verwandeln. Wie kann sie das? Ach so, ich kann einfach hinspringen. Ah, guck mal, ja. Verstehe. Mithril-Riese. Zerstören! Ah, genau. Wisst ihr? Da erinnert ihr euch noch in der Nebula-Grotte. Der Felsen, der da war, den können wir jetzt zerstören, wenn wir das hier lernen. Zerstören. Genau. Schön. Fein. Wir haben einen... Was ist überhaupt für eine Größe? Das ist so bestimmt schon L, ne? Müsste L sein. Gut. Können wir jetzt allerdings noch nicht allzu viel mit anfangen. Oder wir... Gott, es ist so schlimm. Es ist so schlimm. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier meinen Kampfstapel ändere. Guck mal, er hat sogar noch gar keinen drunter. Das heißt, wir können doch eigentlich unseren Mithril-Riesen da drunter packen jetzt, ne? Hä, wo ist der denn? Wo ist der Mithril-Riese? Ist das nun M? Ich kann mir vorstellen. Hä? Ich bin... Ach, ich muss mich wahrscheinlich erst... Ich wollte ihn gar nicht entfernen. Ich bin auch nicht entfernt. Wie kann ich den jetzt... Wie kann ich den jetzt? Bin gerade etwas verwirrt. Hier ist er. Wie verwandle ich mich denn jetzt in ihn? Ich kann nur da draufklicken und mehr kann ich nicht machen, ne? Schade, das werde erlernen, bla bla bla. Kann er sich dann jetzt in einem Kampf verwandeln oder wie? Oder was? Oder muss ich hier erst verwandeln lernen oder so? Ich habe keine Ahnung. Dein Kupferzweck muss man. Ich weiß nicht. Also irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch. Ich weiß nicht, wie ich. Eigentlich ist er ja da. Aber er ist halt nicht hier mit in der Liste drin. Und ich kann auch hier... Er hat die Fähigkeit, sich zu verwandeln. Aber wie? Ach, ich bin gerade einfach... Da bin ich gerade ein bisschen überfragt. Ich lasse es einfach erstmal so. Ist ja auf jeden Fall schon mal gut, dass ich das weiß, dass der jetzt irgendwie weiter sich entwickelt hat. Muss man dafür ein freies Feld haben im Board oder so? Ich weiß nicht. Kannst du ja mal
Falls hier ich es über ein Tutorium verpasst haben sollte, kannst du gerne nochmal, oder beziehungsweise schon wieder vergessen, weil so viele kamen. Kannst ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ich da jetzt anders machen muss, damit er so ist, wie er ist oder wird. Verstehst schon, ne? Was ist hier? Eine Kreuzung. Oh mein Gott! Ne, gehen wir erstmal hier links lang. Ist ja ein richtiger Irrgarten. Noch eine Kreuzung! Oh nein. Ich ahne Schlimmes. Ich ahne Schlimmes. Na klar! Falsch gelaufen. Gut, nochmal zurück. Oh ja, das wird spaßig. Ich gehe links lang. Dann gehe ich nicht nach unten, sondern nach links. Ein Labyrinth. Neue Karte, neue Karte, neue Karte, neue... Gut. Links und links hat auch nicht zum Ziel geführt. Dann gehen wir hier links. Und nach oben. Ja, da oben bleibt ja nur noch der Ausgang. Mal da wieder raus. So ein Mist. Also auch... Oh Gott, na klar. Na klar! Na toll. Das kann ja was werden. Weißt du was, dann gehe ich jetzt einfach mal oben rechts raus. Da bin ich ja nun auch noch gar nicht lang gegangen. Willst du es einfach nicht anders, ne? Jetzt gehe ich hier unten raus. Komm nur oben wieder rein. Bin da wieder oben. Alter Schwede, das kann ja was werden hier. Schönes Labyrinthchen. Und jetzt kommen wir wahrscheinlich komplett woanders raus. Jetzt bin ich wieder da unten. Ja. Bin ich hier eigentlich schon mal lang gegangen? Gleich im ersten Bildschirm. Kommen wir da raus. Gut. Dann da oben lang gehen. Kommen wir auf dem daraus. Dann gehen wir nochmal da oben lang. Gott sei Dank gibt es hier keine Zwischenkämpfe. Das wäre ja richtig assi. Okay, das war doof. Wenn ich jetzt hier unten lang, müssen wir bei dem oben rechts wieder rauskommen. Gott! Labyrinth, Labyrinth, ich freue mich. Ne, sind wir da wieder. Wie bin ich denn da oben jetzt hingekommen? Wenn ich jetzt hier lang gehe, komme ich wahrscheinlich wieder unten raus, ne? Muss ich mir wahrscheinlich wieder aufschreiben. Ja. Gut, ich gehe mal jetzt hier unten links. Ich schnapp mir mal eben einen schnellen Zettel. Einen schnellen Zettel, einen schnellen Zettel. Dann nehmen wir mal hier die Amazon-Verpackung. Da war übrigens der Berater drin, der ist jetzt auch langsam da von World of Final Fantasy. Natürlich lasse ich ihn erstmal eingepackt, werde das Spiel erstmal durchspielen. So, ich schreibe mir mal eben drauf. Ersten, zweiten, beim dritten und beim vierten. Beim ersten sind wir unten links lang. Kommen. Auch unten links raus. Genau. Unten links machen wir Pfeil unten links. Eins, zwei. Weiß ich nicht, ob ich mich nicht selbst gerade verliere. Dann gehen wir dort oben raus. Kommen. Beim, war es der dritte oder vier? kommen dann zweiten unten links raus, gehen dann oben links, kommen bei drei unten rechts raus. Mein Gott, ich weiß gar nicht, ob ich mich selbst verstehe gerade. Wenn ich jetzt hier lang gehe, unten links, kommen wir bei dem vierten oben rechts raus. Ja, und wo gehen wir dann lang? Habe ich oben links probiert?
Weiß ich gar nicht. Kann sein, dass ich das versucht habe, weil ich dachte, das wird was. Gehen wir mal hier, unten links raus. Unten links. Wo kommen wir hin? Kommen da wieder raus. Das war jetzt bei 3, ne? Unten rechts. Gott. Jetzt hier einfach zurück hier. Da wieder raus. Okay. Da habe ich es ja eigentlich versucht, ne? Habe ich es geschafft? Ja, habe ich es geschafft. Einfach so. Weiß zwar nicht wie, aber ich habe es irgendwie geschafft. Ja, bin bis zum Ende durch, Junge. Was ist jetzt hier? Muss ich erstmal wieder kurz zurücklehnen. Ding, ding. Was ist jetzt hier? Wer bist du? Steig mal ab. Da sind wir erstmal die Kiste. Erstmal die Kiste. Bevor wir das Wesen antun. Das Tagebuch des Mädchens 2 erhalten. Gegenstände? Wo? Da. Tagebuch des Mädchens 2. Gleich mal lesen. Lazulit Mithril 5. Auch heute muss Mama wieder arbeiten. Es ist kein Wunder, dass sich alle auf sie verlassen, denn sie ist ja so stark. Ist das vielleicht, hier hat das was mit Anna Cross zu tun? Naja, aber deswegen hat sie auch immer so viel zu tun und nie Zeit mit uns zu spielen. Mein Bruder ärgert das und es macht ihn auch traurig. Um ehrlich zu sein, wünsche ich mir auch manchmal, dass Mama ihre Arbeit sein lässt. Ist das eventuell das Tagebuch des... Ja, Mädchen ohne Namen? Und ist die Mutter vielleicht Anna Cross? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Hier gibt's noch so ein... Was passiert da? Gar nichts. Okay, was bist du? Wer bist du? Du bist komisch. Ich kann gegen das Vieh kämpfen. Be careful! Clearly a worthy challenge! Das klingt irgendwie nach so einem Boss. Ja, ich hab Angst. Ich hab Angst. Wir haben ja die Erlöser dabei, ne? Wunderpott. Ach, der will doch bestimmt Elixier haben, ne? Nein, gar kein Schaden. Ich will gar nicht, dass er angreift. Die analysieren mal. Gib ihm ein Elixier. Ich wusste es. Ich wollte es. Ich hab keinen. Ich habe keinen. Ich habe doch keinen. Ich kann ihn wahrscheinlich auch nicht besiegen, weil er dann ja noch ein paar Mal abhaut. Toll. Ich habe keinen. Ich habe keinen. Ich hau einfach mal ab. What? Wie hin? Can't we outrun them? Kann ich fliehen? Oh, not good. Ja, dann muss ich wahrscheinlich ihn deswegen abhauen zu lassen, ne? Sturmflug. Ich habe kein Elixier für dich. Bei der. Na, werde ich wahrscheinlich es auch nicht schaffen, ihn zu besiegen. Jetzt hat er ja Reflekte, ist auch blöd. Kann man da was mit anfangen? Er ist auch eher resistent gegen all den Scheiß wahrscheinlich. Reflekt. Ich glaube, ich kann ihn einfach nur stehen. Ups, so. Zieh doch unsere MP weg, nicht? Mal einfach mal Doppelstoß. Was macht er jetzt? Er macht einen Angriff. Okay. Ich bin eben gerade im Automodus, ne? Da ich ja eben keine AP mehr hatte. Hat er dann einfach angegriffen, nicht mehr den Erdattack gemacht. Wie viel hat er denn jetzt eigentlich? Boah, ist das viel! Ja gut, ich werde einfach mal hier durchspeeden, weil ich kann keinen Zauber einsetzen, leider. Weil... Ne? Reflekt und so. Ich
wüsste jetzt gerade nicht, wie ich ihn schneller besiegen kann, außer mit anderen Attacken. Aber das ist mir jetzt gerade. Mach mal doch. Mach nochmal Auto weg hier. Doppelstoß. Zieht ihn jetzt ein bisschen mehr ab. Kreuzflügel gucken. Schön auseinanderhauen. Okay, ein Elixier, merke ich mir mal. Das ist aber, weil ich leider den Weg vergesse, wie ich da hinkomme. Von daher wird das nochmal ziemlich lustig. Dann später. Aber so den groben Weg habe ich mir eigentlich gerade aufgeschrieben. Doppelpass, wollte ich schon sagen. Doppelstoß! Ich hoffe, wir kriegen ja ordentlich Erfahrungspunkte für. Wir können angreifen. Keine AP mehr. Ja. Das bringt eigentlich nicht viel. Was haben wir noch? Drin. Ja, der zieht uns da immer alles weg. Blöd Sack. Ja, na klar, Verkehr. Langsam müsst ihr aber mal aus den Socken. Aus dem Pott kippen. Na, endlich. Yeah! Oh yeah! Tja, Elixier wird wahrscheinlich wieder 10 Millionen Heal kosten, so ein Ding. Aber wir kriegen ordentlich Erfahrungspunkte, guck mal. Das ist auch gut. Hat sich der Kampf ja wenigstens gelohnt. Alter! 1800 G! Mir schwant Übles. Du hast die Erinnerung Wunderpunkt erhalten. Mir schwant Übles, weil das Viecher hier stand und der ist jetzt weg. Merkst du was? Vielleicht können wir den nie wieder fangen. Vielleicht können wir den nie wieder fangen. Was haben wir gekriegt? Eine Erinnerung Wunderpott. Nein, mir schwant echt Blödes. Wird benötigt, um die Metamorphose zu Wunderpott freizuschalten. Vielleicht haben wir Glück. Ja, müssten wir theoretisch ja eigentlich noch einen treffen, ne? Kann ja nicht nur einen geben. Es kann nicht nur einen. Okay. Ja, gut. Haben wir den Wunderpott. Mal getroffen. Wunderpöttig. So. Keine Ahnung, wie wir da jetzt hingekommen sind. Wie unser Mech hier immer schneller. Schneller Propeller. Schneller Propeller. Wie kommen wir jetzt wieder zurück? Gehen wir mal hier lang. Muss ja irgendwann muss er wieder rauskommen. Falsch gelaufen. Hier unten. Muss man eigentlich zurückkommen. Oh, der. Ja, gut. Okay. Wunderpott haben wir. Ist mir 20 Minuten vorbei. Es tut mir leid. Wenn du meinst, ich kann hier irgendwas besser machen, vielleicht die Kämpfe doch rausschneiden oder halt nur die reinsetzen, wo ich dann wirklich schon was gefangen habe. Also keine Ahnung. Ich finde das ja selber, dass das ein bisschen zeitintensiv ist, hier die ganzen Viecher zu fangen. Ich versuche mich ja schon auf die zu beschränken, die halt neu rumlaufen. So, speichern mal eben. So, speichern abgeschlossen. Ja, wie gesagt, das ist halt... Wie soll ich sagen? Die neuen Gegner, die schneide ich natürlich rein, aber es ist halt sehr zeitintensiv, die auch einzufangen. Ich hoffe, das ist dann dir jetzt nicht allzu langweilig. Falls doch, kannst du dich ja gern mal äußern und in den Kommentaren, ob das okay ist, wie ich das hier tue. Oder halt nicht. So, Waldsee. Was Interessantes hier erleben. Hoffentlich. Ja, da sind wir am See. Könnten hier das Tor verwenden. Mira-Tresor. Was tun wir denn? Wie sehen denn unsere Leben aus? Voll. Ja klar, wir haben ja eben den Kristall berührt. Bleiben wir in der Größe? Ich glaube, wir bleiben einfach bei einer. Guck mal, das Wasser fließt. Das ist jetzt nicht die gerade grafische Genuss, aber um die Stimmung einzufangen. Juna! Was tut sie da? Ihren Tanz natürlich aufführen. Bratwurst. Die Musik.
Sehr. That's the beautiful. Wait a sec. I know I've seen that before. But where? I can't remember. In Finance Inn. What's that? Giants? Traveling with a mirage? It seems clear. The two of you are not from Grimoire. I totally forgot about hiding! Yeah, we kind of forgot to shrink down too. What's your name? You know, that staff. My name is Yuna. Are you heralds? Have more of you been sent to plague us? Your kind have brought enough chaos into this world already. Na klar. Weil fahren es wir auch sonst. In einer Baby-Variante. Be gone now from Grimoire. You have no place here. Yuna? Tu uns das doch nicht an! Maybe we should get the going while the getting's still good! I don't understand it. Why is she so mad at us? Yeah, Lon. What did you do to her anyway? Ja, genau. What did I do? Lon ist wieder schuld. Why is it my fault? Warum kämpfen wir denn jetzt gegen Yuna? Warum denn? Ich will gar nicht gegen Yuna kämpfen. Sie ist doch nett. Eigentlich. Aber sie guckt sehr böse. Ja, wen machen wir jetzt? Yuna oder Valfaris erstmal? Ich weiß nicht. Ich denke mal, wenn wir Yuna besiegen, ist Valfaris auch verschwunden. Und andersrum nicht. Klar, ja, komm, voll schön. Einfach direkt reinbraten hier. Komm, auf. Valfaris. I've got this. Ja. Und wollen wir mal analysieren? Ich meine, wir können ja gar keinen einfangen, ne? Aber ich würde gerne schon mal den Schatten wollen würden. Wind natürlich anfällig. Nee, Quatsch. Eis. Eis? Elementarresistenzen. Resistent ist er auf jeden Fall dann gegen Wind. Oder lese ich das falsch? Sie hat natürlich, weiß ich nicht. Was sind wir? Ist jetzt Eis oder Wind? Eigentlich ist ja so ein Viech Wind, ne? Weil Luft und so wegblasen. Okay, ja, ich... Lag ich ja eigentlich gar nicht so falsch mit dem Makalania-Wald, ne? Macht das ja alles einen Sinn. Ja, wollen wir mal Yuna eine Feuer machen, gucken, ob sie da resistent ist. Ne, Feuer sieht ganz gut aus. Blitz. Wir haben nichts, was Wind ist. Versuchen wir trotzdem mal Blitz. Mal gucken. Nee. So toll. Die sind jetzt auch nicht so stark, aber wenn der Solaris-Strahl kommt, ne? Dann fliegen wir wahrscheinlich einmal komplett nach hinten. Ich hoffe, dass das ja noch ein bisschen Erfahrungspunkte dann auch gibt. Doppel Spaß. Alles auf der Karte, sehr gut. Zack. So, jetzt müssen wir erstmal ganz normal angreifen. Die Kurs auf keine AP mehr. Wir machen eigentlich auch. Jetzt machen wir schon wieder moderaten Schaden, wie ich finde. Oh, jetzt ist sie. Das ist nicht gut. Dann müssen wir was machen, ne? Aber wir haben ja hoffentlich auch noch ein paar Fähigkeiten, die jetzt den Stapel ein bisschen schneller lösen. Jetzt kann er natürlich nichts verwenden. Mal ganz normal angreifen. Bitte. Stürzkraft gering. Mittel. Ja, nur den nehmen. Oh oh. So, Kreuzprügel, Ring, Rohzahn, Mittel. Oh.
Können wir erstmal wieder zum Wanken bringen hier alles. Stein, Mittel. Also nehmen wir mal Stein. Ja, fängt schon leicht. Die Beine, würde ich sagen. Die Leiste ist da. Besser. Oh! Oh! Jetzt müssen wir erstmal schnell heilen. Bevor wir gleich sterben. There. Schluck! Heieiei, da muss ich aufpassen. Da muss ich aufpassen. Das war gar nicht so. Die ist auch ganz schön schnell. Siehst du, ne? Ich habe keine Fähigkeiten mehr. Machen wir da jetzt. Beheilen wir uns erstmal, ne? Okay. Ach, Yuna. Ich will dir doch gar nichts Böses, Mensch. Jetzt heilt sie sich auch, oder was? 200. Vielen Dank auch. Ich muss echt zurück nach Dingens und Bummens kaufen. Nach Neuenwaldbergen und Heiltränke. So. Ja. Ja, super. Sehr gut. Und das auch mit vollgeheiltem Stuff. Tja, wir machen natürlich weiter auf Angriff. Ich weiß nicht, ob, wenn ich nur Yuna angreife. Ich greife mir jetzt nur Yuna an. Nein. Stapelt sich wieder. Das ist kacke. Das ist echt kacke. Vielleicht müsst ihr auch mal bei den Dings benutzen hier. So ein Ether. Wäre das vielleicht was? Muss ich ja zum Fall bringen. Komm mal her hier. Gegenstände. Wir haben doch noch Ether, ne? Nein. Kein Superstand. Gut, wir können ja zur Not auch noch Supertränke benutzen. 4! Dein Ernst? Ich glaub's ja nicht. Das könnte ein bisschen schwieriger werden jetzt hier. Ich hab gerade so ein bisschen Angst bekommen. Shit. Ja, das ist echt, finde ich echt fies gerade. Solange sie sich nicht heilt, ist alles gut. Ich mache jetzt auch nicht sonderlich viel Schaden, ne? Aber ich sage ja mal, mühselig ernährt sich das Eichhörnchen, ne? Machen wir noch einen Kurzflug, dann fallen sie wieder auseinander, Gott sei Dank. Und dann würde ich sagen, erstmal draufhauen. Doppelstoß. Ja. Auf beide. Aber dass dieser Äther echt nur so ein bisschen. Das ist doch nicht schlecht. Verdammt. Ich bin gestapelt. Aber kein Problem. Ich denke mal, der Laserstrahl wird jetzt noch nicht gleich kommen. Gegen Zauber wahrscheinlich, ne? Oh, hier wieder Sturz. So, hier Stein werfen. Der werfe den ersten Stein. Oder den dritten. Vierten. Keine Ahnung. Oh, was machst du? Nein. Ich werde mal hier. Nein, drücken. Weil ich merke, ich glaube, da passiert gleich wieder ein Laserstrahl. Jupp. Jetzt habe ich doch bestätigt. Bum, bum, bum. 4-4-4. Was machen wir jetzt? Lutschen wir uns noch hin. Also, nächste Portal ist meins, ne? Dann geht's nach Hause. Tränke kaufen. Das Bier ist leer. So. Dann haben wir jetzt auch hoffentlich wieder. Nein, jetzt hör auf dich zu heilen. So, hier können wir Steine steinig ziehen. Und hier sturzflügeln wir sie. Sturmflügeln wir sie.
So, jetzt will ich gerade mal gucken. Yuna ist schon fast down. Wird wahrscheinlich bei Fahrrad verschwinden, ne? Kann das sein? Ja, muss. Es tut mir leid, Yuna. Ah, bei Fahrrad ist noch da. Okay, wie sieht's denn mal aus mit einer Supernova für Valfaris? Nochmal den Gnadenstoß versetzen! Kann man das eigentlich überspringen? Oder muss man sich das jedes Mal angucken? Oder kann ich sogar nur zwei verwenden? Dreimal. Weil die Sternchen da. Sein? Weiß ich nicht. Dildedildedild. Der kleine Chibi-Rot. Aua. Der hat aber reingekloppt. Das war mal eine Supernova, die sich... Naja, Supernova müsste ja ungefähr das 100 Milliardstfache an Schaden hier machen. Normalerweise. Okay. Grüßt. Ja, das war's mit der Pfeife. Tschüss. We did it. Victory. Ja, einer der etwas schwierigeren Kämpfe hier. Und ich brauche unbedingt Tränke. An die Tränke müssen. Aber jetzt wollen wir erstmal gucken, ob Yuna... Du hast die Erinnerung von Valfaris erhalten. Aha. The way you use mirages. Only Luzfarna ever held such power. Luzfarna? Tell me, who are you? Huh? Luzfarna, you said? What? But that's our mother. Hey, you're right. That was her name. Listen, you wouldn't happen to know this, Luzfarna. Let me show you something. Luzfarna ist also unsere Mutti. Gut zu wissen. Ist sie das? Oh. Die Musik. That's the earring. The same one Mom used to wear. What? Then it's her? Right. I knew I recognized it. The ornament on Yuna's staff. Roughly 100 years ago, a champion from another world saved Grimoire. Her name was Luzfarna. Huh? Mom did that? But 100 years... It doesn't make sense. Mom's a champion? And this is some kind of monument to her? So, you keep saying that Lady Luz was your mother. Again, may I ask who you are? Well, Ja, ihre... No memory? Kinder, wer sonst? That is strange. Do you think you might be able to tell us a little more about Lady Luz? We'd appreciate anything at all. I'm sorry. I only know the common legends. The ones Grimoire's people have grown up with. Fine. We'll take anything. Sometime around a century ago, the world of Grimoire was nearly destroyed by a being that has come to be known as the Demon Dyad. Luzfarna prevented this by creating the Ultima Gate, a bridge to salvation from which she summoned 3 heralds straight from the realm of the gods. Thus, she became Grimoire's champion. That definitely sounds like something out of mythology. Bridging the gap between worlds is a serious accomplishment. She must have been amazing. That she was. But sadly, even though she managed to save the world from the Demon Dyad, the heralds, all 3 of them, chose to remain here in Grimoire. And one of them is now Brandalus, King of Bahamut. Huh? But Bahamut? That's the Federation that attacked Cornelia! Yes. After they finished saving the world, Brandalus and the others harnessed a legion of new mirages and slowly took control of Grimoire's lands, building a powerful federation. Legion of new mirages? Lon, you don't... think there's any connection to the ones we lost, do you? What? That's not possible. We're talking about 100 years ago. But where have we been?
Nightwood Hills, which Enna Crow told us, was a world without time. Right, Tama? Right there you are! Compared to other the worlds, the concept of time there is, let's say, more than a little bit the unusual. So, if you want to know just the how long you were there, there's really then no way to measure. Dude, what? If you don't mind my asking, whatever happened to Lady Luce after the heralds came? Unfortunately, we don't know for sure. Some say summoning the heralds was an act that cost her her life, while others say she lives as a prisoner in the herald's castle, her freedom lost forever. Prisoner? What? Well then, where can we find this castle? I wish I could help, but I don't know where to find it. Not just me. No one. Not even the soldiers in their army. They say Brandalus keeps its whereabouts a secret. Huh? How do you hide a big honking castle? Hey, take it easy. Come on. It's a legend. Are you really gonna get all worked up over something carved on a rock? They share the same name. That doesn't automatically have to mean they're the same person. Well, yeah, maybe not. But you can't try and tell me this is just a coincidence. Would you listen? All the stuff we're remembering? Like Mom's name? What if it turns out none of it is true? But I guess there's no point in telling Lon that. What is it already? Oh, just forget it. If it's Bahamut that you're after, you should start in one of the Federation's member states and do your asking around there. Saronia lies further north. I believe they just joined the Federation. What? Dude, what? But I thought Saronia was the place we're going to. Then Princess Sarah must not have known. Oh well, we've already made it this far. Yeah. We wouldn't be very good emissaries if we turned back now. And we did promise to ask about the League of S. I'm real sorry I raised my voice at you. I know you were trying to help us out, so thanks. No, I should be sorry for attacking you. It was wrong to accuse you of being something you're clearly not. Ja, interessant. Das dort ist also angeblich unsere Mutter. Und ein Herr Brandils. Oder wie der heißt. Der soll sich verstecken. Sämtliche Miragen, vielleicht auch sogar unsere Mutter. Vielleicht. Wenn irgendeiner Bob, die auch nicht zu finden ist. Oder so. Ich weiß nicht. Und wer ist überhaupt dieses dämonische Duo? Vielleicht war das das, was wir letzte Folge oder vor ein paar Folgen schon gesehen haben, mit dem riesengroßen Kerl, dem Typen da hinter sich, dem goldenen Schädel und das komische Mädchen, was da irgendwie eingesperrt war in so einem kleinen Kubus, das irgendwie sehr metallisch klang. Ja. Gut, machen wir denn jetzt hier noch? To get to Saronia, you will need to pass through a frigid place called Icicle Ridge. If you have mirages who can use fire magic, you may find your passage considerably easier. Stalaktitklammen, da geht's also weiter und man gut, dass wir unseren kleinen Fuchs da mit dabei haben. Wie sieht's jetzt hier aus? Da gibt's Tor. Yeah, das ist meins, habe ich ja gesagt, ne? Ja, es ist doch Makalania-Wald hier, ne? Hab ich es doch gesagt. So, da sind wir natürlich hergekommen. Werden auf jeden Fall, mach jetzt einen Abstecher. So, komm, ich mach einen kleinen Abstecher. Das nehmen wir eben nochmal schnell mit in die Folge. Ich muss auch gleich aufhören. Ich hab noch ein bisschen was zu tun. Ja, dann werden wir gleich zurückkehren, aber bald ist, also übermorgen, da werde ich ganz früh aufstehen und auch nochmal ein bisschen was aufnehmen. Hab ich Bock hier ein bisschen weiter zu spielen. Hier schnell auf die Nordpromenade zur Bocco Boccolina, Schokolattes Laden, wie auch immer sie heißt. So, hier, zeig mir mal dein Schnäppchen. Heiltränke. Hier eigentlich ein Elixier zu kaufen? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Der kostet auch wahrscheinlich 12.000 Geld oder so. Ja, versuchen wir. So. Zum. Was passiert, wenn ich in die Wohnung gehe? Nur mal so. Nix. Da können wir nur wieder ins Buch gucken, ne? Pack. So, schnell wieder zurück.
Das Tor verwenden. Ich hoffe, dass auch dann gleich ein Speicherkristall erscheint. Falls sie. Zack, zack, zack. Jetzt haben wir natürlich. Ich muss auf jeden Fall was ändern, weil sie ist ja klein. Schielerin ist noch dabei. Warum? Das ist blöd. Da brauchen wir. Ach, da ist jetzt hier der Babymoth. Und da wäre es ganz gut. Ich gehe mal ganz kurz schnell noch in den Kampfstapel. Bitte, bitte, bitte. So, wäre es ganz gut, wenn wir groß sind und hier die Dunkelkralle, glaube ich, mit auf den Kopf nehmen, weil Feuer und so, ne? So, Tammer, Golem. Kann man mal gucken. Zwei Dechse. Die Musik ist cool. Hier, ne? Schön. Final 10. Gefällt mir. Final 10 hätte ich auch mal wieder Bock. Tschüss, Yuna. Wir sehen uns bestimmt noch. Bestimmt mal als Erlöserin. Gehe ich mal ganz stark von aus. Again, it shall be Ragnarok, a battle initiated by new champions, and yet, to whose salvation? You're beyond salvation. An illusion. Hä? Geflügelte Ritterin? Well, no matter. A chase is more to my liking. I tire of simply waiting. Yuna war nur eine Illusion? Schokolade neu. Toll! Jetzt! Oder was? Ja, den will ich auf jeden Fall speichern. Und dann würde ich sagen, ja, machen wir dann in der nächsten Folge erstmal weiter. Oder? Ja, machen wir das. Alles klar. Ich würde sagen, wir gehen in den Endscreen. Der Kristallwald liegt nun fast hinter uns. Am Anfang haben wir so einen kleinen Wunderpott getroffen. Dann sind wir weitergelaufen und dann lief uns Yuna über den Weg, die uns natürlich als Feinde erst einmal ansah. Haben wir gegen sie gekämpft und hat sich herausgestellt, dass sie unsere Mutter sogar kennt, beziehungsweise die Legende von einer Rusfana existiert, die unsere Mutter sein soll. Die hat die Welt Grimmore vor einigen Jahren, 100 Jahre um genau zu sein, von dem dämonischen Duo befreit. Und über Brandy haben wir auch noch ein bisschen was erfahren. Gegen Ende der Folge wurde dann Yuna von einer geflügelten Ritterin angegriffen. Yuna war allerdings nur eine Illusion. Warum? Weiß ich selber nicht. Und wer ist überhaupt diese geflügelte Ritterin, die dort auf einmal angekommen ist? Werden wir, denke ich mal, alles in der nächsten Folge erfahren oder ja, weiter hinaus. Also, ich bedanke mich erstmal auf jeden Fall, dass du wieder mit dabei gewesen bist. Und hoffentlich dann freue mich dann auch, dich wiederzusehen in der nächsten Folge hier von World of Final Fantasy. Bis dann!